Im Übrigen, ich habe mal nachgeschaut, von Jolga und Magnus Kleinwartstein sind 50 Meilen. Also das ist ein Ja, danke. richtig, Ich habe richtig, auch. richtig harter Ritt, wenn du das in einem Satz schaffen willst. Das Ja, kannst du das knicken. habe ich ja schon gesagt. Also, du bist aber in der Mitte des Tages, bist du in Yolgomak und darfst dann fliehen. Und am Abend wird einfach davon ausgegangen, dass du halt der Kleinwartstein bist. Das ist in Ordnung, du hast die Pferde einfach totgeritten. Du hast keine Pferde. Pferde? Dann hast du dich selber totgelaufen. Also Avis Pfade sagt mir, zu Fuß wären das 12 Stunden. Das ist ein halber Tag wohl richtig. 12 Stunden am Stück laufen, ein halber Tag, Also ja. 50 Meilen will ich mal sehen, dass du das läufst. Also ich nicht, aber ja, dann hat 13 Konste her, kann das. Was, wie hast du Also 13 die römische Armee ist teilweise noch mehr gelaufen am Tag. Ja, das ist dann 50 Meilen die sind römische 80 Armee, konnte Kilometer. auch mal auf so einem Gewaltmarsch ein bisschen laufen. Genau, die haben teilweise 60 Meilen am Tag Tagesmarsch gehabt. Aber wenn da jemand umgefallen ist oder so, dann ist er einfach liegen gelassen worden. Ich meine, die hatten doch auch einen Tross. Warum haben die den nicht aufgesammelt? Vielleicht wurde er auch aufgesammelt, aber ich weiß zumindest, dass immer bei Ich diesen kann mir nicht Gewaltmärschen glauben, von dass denen du, in wenn du großen irgendwo. Entfernungen viele Leute gestorben sind, laut den Berichten, die es dazu gibt. Aber ich kann mir nicht glauben, wenn du irgendwie, keine Ahnung, durch Gallien marschierst und der nächste Nachschub ist 1000 Meilen weit weg, dass du da einfach Leute liegen lässt. Naja, wenn du Es geht zumindest Gewaltmarsch so in den machst, die Berichten, sind die es halt. heutzutage gibt. Ich war nicht selber dabei. Vor allem, ja, vor allem da du halt, wenn du sowieso deinen Tross dabei hast, denn du brauchst auch irgendwo Munition und Ersatzteile her. Du hast keinen Tross. Das ist doch das Tolle am Militär damals gewesen, dass die das alles als Beruf gemacht haben, damit du den Tross einfach reinsparen kannst. Na gut, Also dann musst du es 100, irgendwie machen. 120 vor Christus haben sie es noch gemacht mit großem Tross und dann ist es einfach zu teuer gewesen. Haben sie gesagt, alles klar, dann die Leute, die wir losschicken, bezahlen wir vernünftig, dann tragen die ihren Scheiß selber und wenn die da halt irgendwie ankommen, dann sollen die halt selber zusehen, dass sie dann sich ein kleines Fort bauen. Naja, Haben sie auch der gemacht. Tross ist auch einfach anfällig. Ja, Weil klar. du musst dauernd Leute abstellen, die auf den aufpassen, damit nicht irgendwie der Gallier dann von hinten kommt und sagt, ha, ich hab Gerade euch. Gallien und vor allem Germanien, wenn das einfach dunkle Wälder sind, die werden einfach von überall, ja, keine Ahnung, angegriffen. Weggebumst. Das Wort, nach dem du suchst, ist weggebumst. Jo. So, dann lerne ich noch eine Stufe Lanzenreiten. Denn Lanzenreiten ist das beste Talent. Und dann habe Auch ich noch gar 4 AP und bin durch. so gar keine Verschwendung, Lanzenreiten. Ich will in Gareth dieses Kackturnier gewinnen. Völlig egal, Du was passiert. kommst Und gar nicht mehr nach Garrett. dann will ich in Yolga Mag dieses Turnier gewinnen. Völlig egal, was Also passiert. Und ich das baller da jetzt glaube so ich viele AP rein, wie niemals. ich kann. Denk dran, scharfe Lanzen, perwalsche Regeln. Ganz ehrlich, ich würde auch mit einer scharfen Lanze reiten. Aber Fairwalsche Regeln gehen nicht mit scharfen Lanzen. Das hatten wir letzte Woche schon. Das ist die xafeische Ja, das Auslinie war der egal. Xafeische perwalschen Auslegung Regeln. lasse ich zu, aber nicht Fairwalsch. Also ich würde Ja, da doch, ich. mitreiten. Ich habe genug Panzerung, um das abzufangen. Ich würde das zu gerne sehen, wenn du dir mal so 3W6 plus 15 einfängst mit der Panzer. 10. 3W6 plus 10. Was? Die haben. Das sind Dämonenschlanzen, die man 3W6 plus 15. Ich meine, du denkst halt dran, du darfst vorher die über eine Rattenprobe um THW Sternen reduzieren. Ja, dann macht die vielleicht 3W6 plus 20. Dann möchte ich aber auch Lanzen haben, die 3W6 plus 20 machen. Denn Kannst du ja dann haben. dauert es ein Du darfst bisschen. ja 10 Leute aufspießen, hab doch, du wirst auch einmal richtig aufgespießt, das genügt mir gar nicht. Solange ich den Typen gleichzeitig aufspieße, ist mir es egal, ob er mich richtig aufspießt. Ich muss nur im Sattel bleiben. Ja gut, du bist halt tot, aber dann bist du noch im Ja, Sattel. komm, ich bin eisern. Der kann nicht so viel Schaden in einem Anritt machen, wie ich nehmen kann. Hoffentlich. Und dann kommt der zweite Angriff, weil der auch nicht vom Pferd gefallen ist und dann. Nee, und dann kommt das Gift. Ja, Vor allem glaub ich auch. muss halt jede Lanze, die mehr als 15, glaube ich, Schaden macht, erstmal einen Bruchfaktor ablegen. Die darf auch Ja, gerne brechen, brich die die darf auch halt. von mir das Inzest explodieren in deinem Magen. Hauptsache, sie macht so viel Schaden. Ich wollte gerade sagen, dann bricht die halt. Die werden doch. Normalerweise bricht die bei jedem Zustoßen normalerweise. Und du Nee. gibst dir jedes Mal gibst dir eine neue. Nee. Zumindest die Holz. Die Nicht nach Turnierholzdinger, die Turnier. brechen. Nicht nach DSA-Regeln. Nach DSA-Regeln, es gibt verschiedene Regeln fürs Zerbrechen. Und ich glaube, die Turnier und die Turnierlanzen haben einen wesentlich schlechteren Bruchfaktor. Aber sie zerbrechen nicht zwingend jedes Mal. Das ist halt Aber Bullshit. bei Game of Thrones war das so. Ich würde das ja auch so handeln. Ich meine, das sind Ah, hier, pass auf. Holzkranz und Turnierlanze muss einen Bruchtest schaffen, wenn du nicht die Hälfte der erzeugten TP in deinem Schild abfängst. Ja, Und die wie Kriegslanze fängst machst du die du TP ab? über eine Rattenprobe und da darfst du dir THW-Sterne vom Schaden abziehen. Und bei Kriegslanzen einfach stumpf, wenn du mehr als 20 Schaden angerichtet hast, beziehungsweise wenn dein Schaden auf 15. Sorry, 15. Weißt du, du machst dann eine 3W6 plus 15, weil du eine tolle dämonische Lanze bekommen hast. Und der andere sagt einfach: Ja, ich habe Reiten 16, Spezialisierung und dann noch hier Meisterhandwerk und Lülü. Ich Abgesehen habe mal davon macht die. 32 Punkte übrig.
Kann man Reiten als Meisterhandwerk haben? Ich hab hier ein paar Mooks und dann kann Jalan erstmal zeigen, wie toll er das kann. Und ich bin auch nicht so gut. Ich habe Reiten irgendwie auf 12 und Lanzenreiten auf 8. Weißt du, wie teuer das alles ist? Nein, ich lass dich erstmal ein bisschen gut aussehen, dann kannst du erstmal ein paar Mordbrenner niederreiten, das ist okay, und dann kommen die namhaften NPCs. Ja, die namhaften NPCs, die dann irgendwie Mut auf 16 haben, aber Schwerter auf 12. Also Mut auf... Da hast du dann, richtig, hast du dann irgendwie so Typen wie Yoga, die mit Mut 18 oder so daherkommt, aber halt Schwerter erstmal auf 12 hat. Denkst du dir auch, ja. Geile NPCs habt ihr hier. Unsere Führerin. Ach, die Führerin von uns. Nein, ich meine die von Torvald, aber gut. Die gleiche. Ach so. Die Yoga, Junge. Okay. Das war die gleiche Frau, die ist hier auch spontan kurz aufgetaucht. 2700 Jahre alt. Nein, die aktuelle Yoga. Du rückst dich ziemlich ungenau aus. Ich finde, du brauchst eine Lanze im Bauch. Warte, Ich finde auch, du brauchst eine Lanze im Bauch. Ich reite nicht mit beim Turniergang. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich meine Lanze in den Bauch einfangen werde. Du musst nicht auf dem Turnier sein, um eine Lanze in den Bauch zu kriegen. Nein, jedenfalls, keine Ahnung, wenn die mit scharfen Lanzen reiten, sind die wirklich absolut wahnsinnig, aber ich strauß ihnen zu. Ja, das sind die schwarzen Lande, die haben alle einen an der Flanke. Es ist völlig egal, wenn du das 3 Jahre am Stück machst, hast du danach keine Ritter mehr, weil die sich alle gegenseitig totgeritten haben. Als das erste Turnier in Yol'Gomak, was der Art abgehalten wird, da kann man das mal ab. Das stimmt, das ist auch wieder wahr. Ich wollte gerade sagen, die Stadt ist noch nicht so alt. Die müssen erstmal dreimal die Erfahrung machen, wenn die Stadt so lange steht. Die Stadt ist noch nicht so alt, wurde gerade aufgebaut. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das zumindest hier Angrims Ritter das lange mittragen. Angrims Ritter regeneriert sofort wieder voll. Nicht alle von denen sind Werwölfe, du Wichser. Zweitens kriegen sie das nur, wenn sie in Werwolfgestalt sind. Dann kannst du ja ihre Pferde weglanzen. Das heißt, die werden erst recht nicht da mitmachen, weil sie ganz genau wissen, dass sie als Menschen schwächlich und nutzlos sind. Springt dich viele Werwolfsrüstungen. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie so eine Fraktion, die über die Hälfte gibt, die einfach daneben steht und sagt, nö. Die werfen einfach die Lanze weg und springen dich an, verwandeln sich im Flug in Werwolf. Ganz ehrlich, wenn du mir im Zweikampf einen gibst, der sich in Werwolf verwandelt, ich mach mit. Das muss ich machen. Das wäre voll super, so vom Pferd aus Sprungern. Warum vom Pferd aus? Pferde tragen Werwölfe nicht, aber deswegen können Werwölfe ja auf Werwölfen reiten. Na wann, nicht mehr. War das nicht Gott, in welchem System war das? War das im Pathfinder oder so? Das ist in der Wildermark. Wo du dich in ein Reittier verwandeln kannst, das mittelgroße Lebewesen tragen kannst, aber du bist selbst noch ein mittelgroßes Lebewesen. Wieso reiten denn Werwölfen auf Werwölfen? Das ist doch einfach nur behindert. Das ist der Abklatsch der bornischen Bärenkavallerie. Als nur. Es gibt bornische Bärenkavallerie? Es gibt nicht wirklich bornische Bärenkavallerie. Weil Werwölfe den Geruch absondern, dass sie jetzt hier Fluchtinstinktiere eher verschrecken. Pferde sind Fluchtinstinktiere. Und keine Jagd, hier keine Dings, keine Jäger. Pferde sind Fluchttiere. Oh, musizieren und singen gab es erst E-Spoils, ich bin dabei. Und wenn der Werwolf dem Pferd zu nahe kommt, dann wird das Pferd wahrscheinlich eher aus Panik austreten, wenn es nicht weg kann. Wie es das gegen einen Hund auch tut, der irgendwie aggressiv ist. Ja, deswegen sind die Pferde ja entsprechend geschult, dass ihre Ritter auch mit einem AT-Wert mehr ins Ziel bringen. Wow, AT-12. Ihr Pisser. Wer hat das immer letztens gemerkt? Der Zwerg, dass die Pferde aus. Ja, richtig. Ey, du hast auch schon mal gemerkt. Ja, ich verbünde mich demnächst mit dem Zwerg und dann heißt dein Pferd nicht umsonst ab danach nicht mehr Bissfrohwohl, sondern Salam. Ich hab da kein Problem mit. Das blöde Mistvieh muss noch drauf gehen. Ihr seid wieder so nett. Ist ja dein Pferd. Ich hab Fleischer, ich mach das richtig und dann gibt's abends lecker Essen darum. Komm, mein 600 Dukatensperr liegt auch am Fluss, stell dir nicht so an. Gibt's bei diesem Turnier einen Bogenwettbewerb? Bestimmt gibt's einen Bogenwettbewerb. Ich nehme hier einfach die Sachen aus der Zuflucht. Zweikampf mit Schwert und Schild, Zweikampf mit Waffen zu zwei Händen. Bogenschießen, Geländelauf, Baumstammwerfen werde ich glaube ich nicht reinnehmen, Messerwerfen und Gestech. Und zusätzlich werde ich auch noch Wagenrennen einführen. Seht ihr? Und deswegen habe ich damals vor 10.000 AP Bögen gesteigert. Und dann nie wieder angefasst. Lässt sich von Ömer aus schießen. Es könnte gut passieren, ja. Ich meine, ich habe die Zuflucht zweimal geleitet. Die Regeln waren noch so dämlich, dass du halt mit deinem Bogen auf Distanz gestellt wirst.
Also dass du mit dem Langbogen auf größere Distanz gestellt wirst als mit dem Kurzbogen. Aber der Kurzbogen kann öfter schießen und ist deswegen immer im Vorteil. Aber es geht doch darum, irgendwie, keine Ahnung, du hast fünf Pfeile und dann... Also wenn ich mich an die Zuflucht richtig erinnere, was so, erstmal hattest du richtig, du hast fünf Pfeile und mit denen musstest du möglichst gut treffen. Und dann gab es noch eine Disziplin, wo halt die Scheiben an dir vorbeigerollt wurden und du hattest 15 Aktionen oder so, zitiere mich da jetzt nicht, und musstest halt in der Zeit so viele Treffer wie möglich machen. Und da stehst du dann halt als Langbogenschütze und denkst dir, ja, fickt euch auch. Warum stehen wir auf unterschiedlichen Distanzen? Aber der darf öfter schießen. Ja, oder die Distanzen würde ja Sinn machen, Langbogen gegen Kurzbogen gesehen. Unter der Prämisse, dass beide in die gleiche Reichweitenkategorie fallen, wie von wegen Mittel oder so. Ja, richtig, so wird das gemacht. Und denkst auch, warum habe ich einen Bogen, der länger schießt und dafür langsamer, wenn das einfach komplett weggeregelt wird? Ja gut, das mit dem Zeitlassen, das mit den Aktionen, die für beide gleich sind, macht wenig Sinn. Die Aktion für den Langbogen müsste wahrscheinlich um ein Drittel höher sein oder sowas. Ja, es würde halt mehr Sinn machen, wenn die Aktionen halt gleich sind und dann schießt der Kurzbogen zwar schneller, aber er trifft nicht so gut, weil er weiter weg ist.